meine Damen und Herren, ist ja schon überraschend, dass diese Dinge so automatisch gehen. Es hat jetzt nichts mit Einstein zu tun, aber immer wieder überraschend, dass diese digitale Elektronik, also mit Quantenmechanik, so wunderbar toll funktioniert. Ich hatte mir Folgendes überlegt. Was wollen die Leute eigentlich hören bei Einstein und der Astrophysik? Also Einstein hat mit der Astrophysik eigentlich überhaupt nichts zu tun. Gar nichts. Nö. Also, ich meine, der Mann hat sich über wichtige, ganz wichtige Dinge Gedanken gemacht, aber mit der Astrophysik hat er nichts zu tun, gar nichts. Also, ich müsste jetzt lange überlegen, gut, ich könnte keine Astrophysik machen ohne Einstein, das ist klar. Aber er selber hatte mit der Astrophysik nichts zu tun. Rudolf Kippenhahn schreibt in einem Artikel, Einstein und die Kraft des leeren Raumes, also es wird heute Abend ganz wichtige Rolle spielen, also mein Vakuum, ich habe es im Hirn, aber ich komme jetzt nicht drauf, der leere Raum wird eine wichtige Rolle spielen, schreibt in einem Artikel, ich hatte gedacht, Einstein hätte nichts mit der Astrophysik zu tun, aber Rudolf Kippmann hat mich eines Besseren belehrt. Albert Einstein startete seinen Großangriff auf das Weltall im Kriegswinter 1916-17, der wegen der Nahrungsmittelknappheit den Namen Steckrübenwinter bekam. Also Sie sehen schon, Großangriff, Kriegswinter, Nahrungsmittelknappheit. Im Herbst des Jahres 1916 hatte Einstein wieder einmal seine Freunde und Kollegen in der holländischen Universitätsstadt Leiden besucht. Dort traf er auch den Astronomen Willem de Sitter. Wahrscheinlich war es diese Begegnung, die ihn veranlasste, seine neue Theorie der Schwerkraft, die allgemeine Relativitätstheorie, auf das Weltall als Ganzes anzuwenden. Da sind wir schon bei dem ersten naturphilosophischen Begriff. Bevor ich Sie das frage, was Sie ja nicht hören wollen, muss ich Ihnen nämlich Folgendes sagen. Kosmologie gehört nicht zur Astrophysik. Die Kosmologie ist ein eigenes Fach. Also ganz unabhängig davon, was wir wüssten über die Einzelteile des Universums, über die Bewohner des Universums, über die Sterne des Universums, die Galaxien und so weiter, ist Kosmologie etwas, was sich mit dem Kosmos als Ganzes beschäftigt. Und man kann die Frage stellen, man muss nicht, aber man kann sie stellen, ist das überhaupt eine Naturwissenschaft? Also ist das eigentlich eine Wissenschaft, die sich nur mit einem einzigen Objekt beschäftigt und alle Gesetze, die sie findet, für dieses eine Objekt gültig sind? Normalerweise sind wir Naturwissenschaftler mehr so Statistikfreaks. Wir lieben es, wenn es also nichts Einzigartiges gibt, sondern wenn wir möglichst viele verschiedene Sachen haben, die alle mehr oder weniger gleiche Eigenschaften haben. Nur wenn sie nur ein Universum haben, ist das natürlich dumm. Ja? Da können sie nichts machen eigentlich. Ja? Und es ist ja auch noch so ein tolles Universum, nämlich eines, was es offenbar genehmigt hat, mindestens an einem Platz Beobachter in die Welt zu setzen. Also mit der Kosmologie, die gehört nicht zu... Aber wir werden natürlich, ich nehme an, wenn ich jetzt, sobald ich die Folie hinlege und sage, was wollen Sie heute Abend hören? Das Erste wird sein, Kosmologie. Also sagen Sie es als Zweites. Ja? Gut, das nur mal vorab. Also wollen wir mal gucken, was möchten Sie gerne heute Abend hören? Also, trauen Sie sich. Bitte. Beim gekühlten Raum, was wird da gedimmt? Ja, das würde ich auch gern wissen. Also ich hab ein Kilo gekrümmten Raum dabei, aber der ist mir aus der Tasche rausgefallen. Gekrümmter Raum, eieiei. Was wird da eigentlich gekrümmt? Ja, früh krümmt sich das Häkchen. Bitte, haben Sie noch andere Fragen? Bitte? Aha. Eieiei. Dunkle Materie. Dunkle Materie. Was? Ihr wollt mich nur schwitzen sehen, das ist es. Dunkle Energie, widerlich. Bleh. Ja, das sind. Ja. Haben Sie nichts Angenehmes? Ich meine. Was? Räumliche Nichtlokalität. Darauf war ich jetzt, also. Donnerwetter. Wenn Sie mir dann, sobald wir im Laufe des Vortrags zu räumlicher Nichtlokalität kommen, müssen Sie dann hier vorne herkommen und müssen erklären, worum es sich eigentlich handelt. Weil, also unter einer Nichtlokalität kann ich mir was vorstellen. Ja? Ich suche irgendwo ein Bier und es gibt kein Lokal. Das ist eine Nichtlokalität. Aber eine räumliche Nichtlokalität, das ist was, das kriegen wir aber. Werden wir schon. Wenn wir erstmal über dunkle Energie Bescheid wissen, meine Damen und Herren, dann können wir uns über räumliche Nichtlokalitäten auch kennen. Haben Sie sonst noch was? Erdmagnetfeld. Bei Einstein? Da bin ich überhaupt nicht... Ich kann die ganzen Folien liegen lassen, das sind alles... Das ist ja köstlich, das Erdmagnet. Ja, wir werden ein buntes Potpourri von Themen heute Abend haben, die nichts miteinander zu tun haben, aber... Ja? Anti, habe ich nicht dabei jetzt.
Antimaterie. Boah. Ich fasse es nicht. Das wird. Ich kann nichts verwenden von dem, was ich mitgebracht habe. Herr Wunderer? Die Unendlichkeit des Raumes. Ach du lieber Gott. Was habe ich mir da angetan? Ja. Was? Quantenloop-Gravitation, das schreibe ich nicht auf. Also, das ist ja was, irgendwas Unanständiges. Da weiß ich auch nicht, was da. Also Loop mit 2P, ne? Ne, 2P, genau. Ich habe es noch richtig hingeschrieben, habe es aber falsch. Da ist nicht ein Thema dabei, wissen Sie? Die vierte Dimension. Ja. Die vierte. Was? Ach, für den Raum selber habe ich erst mal drei, aber. Ja, irgendjemand, ja, muss ihn ja krümmeln dann. Jetzt habe ich fremde Galaxien, das ist schon eher was. Also ich hätte jetzt schwören können, ich sehe schon, das wird fremde Galaxien. Was sind fremde Galaxien? Nicht unsere, sind fremde. Okay. Sie kennen unsere, kennen Sie gut. Also, wow. Galaxien, die fremdeln, ja? Die wollen nichts miteinander zu tun haben. Okay, also jetzt, ist jetzt noch irgendjemand ganz ohne? Was? Oh. Ja, da weiß ich nicht. Was wollen wir denn da hinschreiben? Die Weltformel. Okay. Nur das hat alles nichts mit Astrophysik zu tun. Na gut, die Weltformel namentlich. Gut, dann arbeiten wir uns also langsam ab. Ja, wie gesagt, ich kann jetzt eigentlich meinen ganzen Vortrag, kann ich alles liegen lassen. Sie haben nichts, das ist irre, Sie haben kein Wort, das scheint Ihnen alles bekannt zu sein. Also den Vortrag werden wir hier wirklich nur in winzigen Teilen, Sie haben kein Wort über schwarze Löcher verloren, das wundert mich. Normalerweise ist das doch immer so ein Wald- und Wiesenthema. Sie haben kein Wort darüber verloren, na gut, das müssen Sie nicht wissen. Über Neutronensterne, Sie haben kein Wort über Quasare verloren. Und Sie Alpha Centauri nicht gesendet? Was ist das denn? Nee. Ah, ich habe es hier mit lauter. Ah ja. Dann habe ich den Vortrag natürlich für die völlig falschen Leute vorbereitet. Also, wir arbeiten jetzt zunächst einmal an der Grundausstattung für Relativitätstheorie überhaupt. Wann ist die Welt relativistisch?